lieber Myron, wir sind jetzt 2011. Mein Sohn, wir haben uns jetzt schon 11 Jahre nicht mehr gesehen, das ist wieder ein Jahr vergangen. Es ist unglaublich, wenn zwei Menschen einander sehen wollen, einander vermissen, wie ein enormer Hass diese Schweizer auf diese Liebe haben und versuchen, das zu zerstören und dafür sorgen, dass zwei Menschen einander nicht sehen können. Die Schweizer lügen und betrügen, dass das Zeug hält. Das ist ein Land des Hasses. Die erträgen keine Liebe hier. Sie tun nur als ob. Mein Junge, ich habe alles dran gemacht, um dich zu sehen. Ich bin x-mal zu dieser Vormundschaftsbehörden gegangen. Die haben nur gespielt, nur kalte Spiele. Und jedes Mal lügen sie etwas, die Behörden lügen etwas über mich zusammen. Als der Ausländer sei aggressiv, immer das Gleiche. Der Ausländer ist aggressiv, asozial, der hat keine Liebe, der hat keine Gefühle natürlich, nur die Schweizer. Oh, die haben das nicht, die sind total gefühllos. Und und dazu kommt bei den Vormundschaftsbehörden, so wie das bekannt ist, ne, die haben eine lange Tradition, sich an Kinder zu vergreifen. Die haben die arme Zigeunerkinder bis in den 80er Jahre und vor allem 60er Jahre haben sie bei den Eltern weggeholt. Die haben die Kinder, die Mütter haben sie zwangssterilisiert und dann gab es die eigenen Kinder, die Verdingkinder, ne, Kinder, die nicht mal ein Ding waren, die haben sie bis 1989, haben sie als Sklave gehalten, die haben sie vergewaltigt, ne, weil die, so wie die sexuelle Ausrichtung den Berufswahl bestimmt, sind diese Vormundschaftsbehörden sind voll mit perversen Elementen. Viele Schwulen und Lesben. Oh, das darf man auch nicht sagen in dieser Gesellschaft. Ne? Man darf nichts sagen, man darf nicht denken, man muss nur alles zulassen. Jedes Verbrechen. Und die Schwulen, die denken, dass es normal ist. Aber was normal heutzutage, was normal sein sollte, ist verboten. Man darf nicht mal darüber reden. Man muss es zulassen, dass sie einem sein Kind wegholen. Und diese perversen Elementen, auch Lesben, die schon von Anfang an einen Hass auf gesunde Menschen haben, vor allem Männer, weil vielleicht kann es sein, dass irgendetwas mal passiert ist in ihr Leben und dafür müssen alle Männer dafür büßen. Und dann sagen sie hier noch in der Schweiz, dass oh, die fürchterlichen Muslime und Araber, weil da ist eine Frau 10 Kamele wert. Aber hier ist ein Kind 100 Kamele wert, noch viel mehr. Das heißt, als Vater muss man noch viel mehr Lösegeld bezahlen. Und dennoch, ja, was normal ist, ist verboten. Und was verboten ist, ist normal. Das sehen wir hier. Und ich rechne das jeder Polizist in diesem Land an, weil die haben alle diese Befehle gefolgt, die schließlich von diesen perversen Elementen bei der Justiz, der Herr Vicari und bei den Vormundschaftsbehörden sind, die haben schließlich die Befehle gegeben an diese Polizisten. Aber das macht sie nicht weniger schuldig. Die nehmen einfach die Befehle an. Und die kümmern sich weiter nicht darum, welche Verbrechen und welche Schäden sie anrichten. Und welches Leiden sie anrichten. Mein Junge, ich habe tausende von Briefen habe ich geschrieben am Ausland. Die Schweizer geben dich dann noch mehr Probleme. Dann sagen sie, ja, wenn du uns kritisierst, dann machen wir dich noch weiter fertig. Dann lügen wir noch weiter zusammen. Also damit habe ich aufgehört, mit den Schweizern zu reden. Jetzt rede ich mit dem Ausland und ich möchte erstmal meinen Dank aussprechen an den Bilderberger, dass die jetzt anscheinend, so wie das beschlossen worden ist in St. Moritz,
dass die endlich mal die Schweizer und ihre Banken und ihre Verbrechen das Handwerk legen werden. Ich möchte auch die Amerikaner bedanken und die Juden, dass sie mir dieses fantastische Medium gegeben haben, und zwar gratis an uns allen, YouTube, damit ein Vater noch einen Schimmer von Hoffnung hat, dass sein Sohn das mal hört oder sieht und dass er die Wahrheit erfahrt. Nur durch YouTube, man nennt es JewTube, ne? Viele schimpfen da drauf. Aber sei doch konsequent, das ist ein fantastisches Mittel, was die Amerikaner uns gegeben haben. Ein fantastisches Mittel, sei dankbar dafür, also ich bin es. Also danke Bilderberger, danke Juden und danke Amerikaner, dass ein Vater eine kleine Möglichkeit hat hier, um mit seinem Sohn zu reden. Wenn jemand meinen Sohn kennt, der heißt Mairon Frey, vielleicht ein Moslem, der ihn kennt, oder sein Sohn Mairon Cedric Frey, der wird 1. Januar, wird er, 2012, wird er dann 13. Es wäre dann ein Alter, worauf der sich vielleicht da mal rumschaut auf dem Internet und YouTube, und hoffentlich sieht er mich hier. Ja, traurig, traurig, traurig. Und jetzt, wie die Schweizer lügen da weiter, sogar die Justiz lügt da weiter in Basel. Die haben gesagt, ich soll keine Liebe haben. Und ja, so wie ein Ausländer hat ja keine Gefühle, ne? Die sind ja voll aggressiv, haben keine Gefühle, haben keine Liebe, das sind Untermenschen. Ne? So wie die Juden waren damals die Untermenschen, jetzt sind es die Ausländer, die Muslime. Und die Schweizer lügen und betrügen, wie das Zeug hält. Sie haben kein Gewissen. Die haben absolut kein Gewissen. Liebe Mairon, jetzt lügen sie auch noch und weiter, sogar beim Justiz, so unglaublich organisiert, und wie sie zusammenhalten in ihren Verbrechen. Das ist unglaublich. Ja, die sagen sogar beim Justiz, die haben mich noch nie gesehen. Einfach so, nur wenn man Ausländer und Mann ist, das reicht schon, um etwas zusammenzulügen. Und die lügen, ich hätte keine Liebe genug für dich, um all diese Schritte zu unternehmen. Aber Mairon, es hat keinen Sinn. Ich habe alles gemacht. Ich bin da x-mal da dahin gegangen. Und das Einzige, was die versuchen, wenn ich mit dieser Behörde rede, so wie das jedes Mal passiert ist, die schleppen mich vor einen Psychiater, so wie der Dr. Kunz hier in Bern. 19 Seiten Lüge hat er geschrieben, und dann in Burgdorf haben sie auch alles Mögliche vom Lüge geschrieben. Ich bin kein aggressiver Mensch. Aber die Schweizer sind es. Das sieht man auch an ihren Plakaten auf den Straßen da gegen Ausländer. Und ich meine, ich mache solche Sachen nicht. Ja, nur das hier, das ist eine Reaktion. Da steht auch drauf, make love, not war. Mairon, ich habe jahrelang enorm gelitten. Ich habe mich Sorgen gemacht um dich. Ich habe Albträume gehabt. Jetzt bin ich in einem Stadium, es ist schon 11 Jahre weiter. Es tut mir kein weh mehr. Irgendwie ist da Hornhaut drüber gewachsen, ich weiß es nicht. Ich würde immer noch alles für dich tun, aber zum Glück, vielleicht ist es eine natürliche Abwehr, weil sonst würde man daran zugrunde gehen. Aber das hat erstmal 8 Jahre gebraucht, bevor die Hornhaut darüber gekommen ist. Ja, traurig, traurig, traurig. So ein Hass in diesem Land. Und ja. Man sieht es auch bei den Schweizern, das sind ja richtige Meuchelmörder. Sie sagen nichts, man merkt nichts, ne?
Und plötzlich kommen sie mit all ihren Lügen und so organisiert. Plötzlich kommt die Polizei und verhaftet dich mit Antiterroreinheit. Man merkt nichts, man sieht nichts, es ist keine Vorwarnung. Das ist das gleiche System, was die gegen den Juden gebraucht haben mit Auschwitz. Das ist das Schweizer System, der Meuchelmörder. Man hat es nicht gemerkt. Man hat die Leute noch etwas angelogen und gesagt, ja, ihr werdet nur mal ein bisschen arbeiten, gutes Essen haben. Ihr werdet eure Kinder sehen. Und so sind sie wehrlos als Lämmer auf dem Schlachtbank gebracht worden. Und genau das hier kann ich so gut erkennen in diesem Land. Die sind noch schlimmer als die Deutschen hier. Ja. Oh, das darf man auch nicht sagen vielleicht, ne? Man darf nichts sagen, ne? Ja. Okay. Schnell schauen, was ich noch sagen möchte. Ja, lieber Mairon, du hast es wahrscheinlich jetzt mitbekommen, wie deine Mutter lügt, ne? Mich hat sie immer angelogen über alles Mögliche. Und sie haben es richtig aufgesetzt und organisiert. Sie hat dich bei wildfremden Leuten hinterlassen. Ganz komische Leute auf dem Land. Ich konnte nichts tun. Das letzte Mal habe ich dich gesehen, da hast du deine Ärmchen auf mich ausgestreckt, Papi. Ach, es ist... Meine Seele hat geblutet. Fürchterlich. Ich konnte nichts machen. Ich habe nichts machen können. Nichts. Jeder Polizist hat diese Befehle befolgt im ganzen Land. Und gern haben sie das gemacht. Ne? Gern. Zusammen gegen den Ausländer. Dann habe ich deine Mutter auf die Brust mit dem Finger getippt und ihr gesagt, ne? du lass dein Kind nicht bei wildfremden Leuten. Dann hat sie wahrscheinlich ein bisschen blau gefärbt und Fotos gemacht und hat sie mich angezeigt. Da bin ich 2 Monate dafür im Gefängnis gelandet. Habe ich abgesessen. 2 Monate. Hier in der Schweiz geht man in den Gefängnis, wenn man sein Kind schützen will. Das waren noble Gründe. Wie ein Verbrecher, als ob ich etwas Böses gemacht hätte. Ich habe es nicht für mich gemacht. Ich habe es für die Liebe. Für ein Kind gemacht, was ich nicht wehren kann. Das lässt man nicht bei wildfremden Leuten. Dafür landet man im Knast in der Schweiz. 80% der Ausländer hier sind unschuldig im Knast, das kann man sicher sein. Die Schweizer, die leben ihren persönlichen Hass aus, durch die Behörden zu delegieren. So machen sie das hier. Und sie haben alles aufgesetzt da, sie haben alles organisiert. Oh, das darf man auch nicht sagen, ne? Man darf ja nichts sagen. Nur zulassen und leiden. Ja. Und damit haben sie gedacht, mich kaputt zu kriegen. Ja, meine Gesundheit ist kaputt. Aber mein Geist ist noch stark. Der ist noch da. Und ich rede mit vielen Leuten im Ausland. Ja. Es wird bekannt. Jetzt kommt sie dann bald mit ihr lächelndes Gesicht, ne? Die andere Seite zu zeigen wahrscheinlich. Mairon, deine Mutter, als ihr Vater gestorben ist, das hat deine Großmutter erzählt. Sie hat niemals geweint. Total gefühllos. Keine Gefühle gezeigt, hat sie auch nichts gehabt. Vielleicht hast du das auch erkannt. Und dann die Großmutter, vielleicht hat sie das mal erzählt, als sie jünger war, war sie auf Reisen in Australien und sie ist da vergewaltigt worden. Und seitdem muss jeder Mann dafür büßen in ihr Leben. Darum hat sie auch in 2001 die Justiz ein oder zwei Seiten voll mit Lügen über mich geschrieben. Weil jeder Mann dafür büßen muss, was damals passiert ist. Ich würde niemals im Leben solche Sachen machen. Aber ich habe dafür müssen büßen. Unter anderem, ja, da in Australien, da hat wohl nie dafür gebüßt. Also diese Leute, Mairon, sind geisteskrank. Ist das, was man als gesunder Mensch im Ausland, würde man das geisteskrank nennen.
Und es sind hier die Geisteskranken, die über die gesunden Menschen noch sagen, irgendetwas zusammenlügen. Man nennt es auch das Schweizer Justizreferendum. Alles geht hier mit Referendum, sogenannt demokratisch. Wer am meisten falsche Aussage versammelt, der gewinnt ja vor dem Gericht. Und so machen sie das hier. Ja, nochmal schnell schauen. Ja, lieber Mairon, ich weiß nicht, was, wie das jetzt weitergeht. Ne? Alles deutet darauf hin, die werden mich nicht in Ruhe lassen. Der Terror geht weiter, der hält schon 14 Jahre an. Aber vielleicht hier durch dieses Medium, fantastisches Medium, gratis, von den Amerikanern und den Juden angeboten. Vielleicht siehst du es mal, ne, und kannst du hier einen Teil der Wahrheit hören. Wir sollten vielleicht stundenlang reden, aber das passt hier nicht auf dem YouTube. Und du hast noch zwei Brüder in Kanton Bern, in einer Ortschaft, die heißt Berryswil. Und die werden dich mal vielleicht erzählen, wie ich wirklich bin oder war. Weil realistisch gesehen muss man die Realität muss man unter Augen sehen. Ja. Lieber Mairon, also deine Brüder können dich sagen, dass ich ein guter Vater bin. Ich lasse nicht alles zu. Ich bin auch nicht gewalttätig, ich schlage sie nicht, so wie die Schweizer das versuchen, dieses Profil an mich anzuhängen. Also absolut nicht. Ich mache das eher anders, wenn ich sie korrigieren muss, dann sage ich, jetzt renn die Energie raus, ums Haus da rennen. Und sonst gibt es kein Fernsehen, sonst gibt es kein Schoki. Oder sie müssen mal in der Ecke stehen oder mal zur Ruhe kommen auf dem Zimmer, aber keine gemeinen Sachen, oder? Es sind die Schweizer, die gemein sind. Ja. Ja, lieber Mairon. Ich habe nichts machen können, Junge. Die Übermacht ist zu groß und ich habe enorm gelitten. Enorm, enorm. Weil ich ein aufrechter Mensch bin und ein kleines Kind schütze. Man lässt ein kleines Kind von 2 Jahren nicht bei wildfremden Leuten. Und die nennen sich Vormundschaftsbehörden, die solches Vorgehen zulassen und stimulieren. Und der einzige Person, der für ein ordentliches Sicherheit und ordentliches Leben hätte sorgen können, haben sie einfach wegradiert. Und das nenne ich Vorsatz. Das ist Vorsatz. Kann man nichts anderes behaupten. Mit üble Ziele. Oh, das darf man auch nicht sagen. Ne? Ja. Nur leiden. Und alles zulassen. Nichts unternehmen. Nichts sagen vor allem. Das ist eine Diktatur, Junge. Ja. Tschüss, lieber Mairon. Mein Herz blutet. Mein Herz blutet. Das war Englisch hart. Mein Herz blutet, Junge. Tschüss.
Mach's gut. Und suche deine Brüder. Ich werde sie jetzt schon vorbereiten, dass sie dir helfen sollen und ihr müsst zusammenhalten. Ich rede schon über dich. Ja. Such sie. Ich weiß nicht, was ich sagen soll hier gegen diese Kamera.